Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt wieder einige Informationen, die wir in diesem Video besprechen werden. Aber kommen wir erstmal zu der Information, die ich schon im letzten Video angeteased habe. Und zwar zu den neuesten Spielinformationen von der Pokédoku gestern. Und Freunde, was soll ich sagen? Die neuesten Spielinformationen waren wortwörtlich die neuesten Spielinformationen. Denn wir haben absolut nichts Neues bekommen. Das einzige, was wir bekommen haben, sind hier unsere Starter-Pokémon und über setzt einfach zum Beispiel bei Felori. Felori, das Pflanzen-Pokémon, ist das Katzen-Pokémon. Krokel, das Feuer-Pokémon, ist das Krokodils-Pokémon. Und Quax, das Wasser-Pokémon, ist das Enten-Pokémon. Ja, Freunde, ziemlich enttäuschend, aber das waren wortwörtlich die neuesten Spielinformationen. Sehr, sehr enttäuschend, aber kommen wir nun zu etwas nicht so ganz Enttäuschendem. Und zwar scheint es so, als hätten wir wirklich die finale Entwicklung von Krokel geleakt bekommen, anhand dieser Skizzen hier. Ein Experte auf 4chan hat diese Skizze hier schon fein säuberlich analysiert und ist zu dem Punkt gekommen, dass die Linienführung der Skizzen und auch die Aufmachung der Skizzen wirklich 1:1 übereinstimmt mit den Konzeptzeichnungen, die wir früher schon bekommen haben. Wie die Endstufen der Alola-Starter, die wir damals auch Monate vor Release geleakt bekommen haben. Jeder dachte, dass sie Fakes sind und am Ende hat es sich tatsächlich als real herausgestellt. Viele gehen bei diesem Pokémon von einem Feuer-Fee-Pokémon aus. Ältere Leaks verneinen das eher, die gehen ja davon aus, dass die Endstufe von Krokel vom Typ Feuergeist sein wird. Und ich sag mal so, die Aufmachung von diesem Pokémon, auch mit diesem derpigen Gesicht und diesen pinken Akzenten, es muss nicht unbedingt vom Typ Fee sein. Das jüngste Beispiel wäre Hisui Tornupto. Dieses hat auch einen derpigen Blick, hat auch einen lilanen Feuerkragen um seinen Hals und es war dann auch kein Feen-Pokémon. Ich würde immer noch eher von einem Feuergeist-Typen ausgehen, aber Feuerfee wäre natürlich auch denkbar. Zu der Skizze hat uns Poketsutami noch ein paar Informationen geliefert, indem sie diese übersetzt hat. Und zwar sehen wir ganz oben links, dass dieses Pokémon wohl in der Lage sein wird zu fliegen, auch wenn es nur über eine kurze Distanz ist. Dann wird dieses Pokémon auch noch über zwei Modis verfügen, sage ich mal. Ich gehe persönlich davon aus, dass es so sein wird wie bei Tornupto, und zwar, dass die Flamme einfach im Kampf an ist und außerhalb vom Kampf nicht unbedingt an ist. Denn hier unten ist es auch schon so beschrieben. Im Kampf wechseln die Flügel und werden größer. Und wir sehen hier oben rechts auch im Normalstate, dass die Flügel ziemlich klein sind, aber oben links werden die Flügel größer und sie bekommen auch noch so pinke Akzente am Ende. Außerdem haben wir in der Mitte rechts auch noch eine Skizze, wo Flammen aus seinem Maul ragen und hier frage ich mich, ob es auch ein dauerhafter Zustand im Kampf sein könnte oder ob es vielleicht gerade eine Attacke wie zum Beispiel Feuerzahn oder sowas einsetzt. Diese Skizze erinnert mich auf jeden Fall ziemlich an Mega Glurak X, auch mit seinen permanenten Flammen, die neben seinem Maul rausragen, aber es könnte natürlich auch im Begriff sein, einfach nur eine Attacke gerade einzusetzen. Und schlussendlich haben wir unten noch eine ziemlich cute Skizze und zwar einige Krokel, die auf diesem Pokémon schlafen. Das ist ziemlich süß auf jeden Fall. Dann habe ich noch die Information, dass diese Skizze wirklich auf ein Cocolonna basiert. Ein Cocolonna ist eine folkloristische Kreatur aus Girona. Dann haben wir hier noch diese Information bekommen und zwar haben wir auch von Krokels Endentwicklung schon viele Konzeptzeichnungen von Fanarts gesehen und ja, die sind meistens echt alle in verschiedene Richtungen gegangen und wir haben hier wirklich schon viele Richtungen, in die Krokel gehen könnte. Auch viele Märchen, Aberglauben und folkloristische Sagen, an die Krokel anknüpfen könnte, aber die meisten gehen eher so in die Geisterrichtung, was eher für den Feuergeist-Typen sprechen könnte. Aber am Ende können wir gespannt sein, was wirklich aus Krokel wird. Dann gibt es noch ein paar Informationen von Riddlerku und zwar auch zu diesem Bild hier. Was wir eigentlich schon alle zu Genüge kennen sollten. Und ja, es scheint wirklich so, als würde Riddlerku jetzt jeden Monat so ein Hinweisbild droppen. Denn dieses Bild zählt jetzt als März- bzw. April-Hinweis und nächsten Monat im Mai bekommen wir einen neuen Hinweis. Außerdem soll jeder Hinweis im Monat ein bestimmtes Theme verfolgen. Man geht davon aus, dass dieses im März- bzw. April das Thema Legenden verfolgt hat. Auch aufgrund hier der Hinweise zu den Coverlegenden mit dem Kampf Drachen bzw. Elektrodrachentypen, zu dem potenziellen dritten Pokémon im Bunde mit dem Unlichtdrachentypen, bekommen wir wahrscheinlich nächsten Monat andere Hinweise. Aber ja, Freunde, das waren hier die neuesten Informationen und die neuesten Leaks, die wir momentan in der Welt der Pokémon haben. Was haltet ihr denn von den ganzen Informationen, den ganzen Leaks? Würdet ihr diese Endentwicklung von Krokel feiern oder hättet ihr schon lieber ein anderes Pokémon gehabt? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Aber ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat,
hat, dann liked doch gerne das Video, abonniert meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!